Nein. Hier habe ich Platz ohne Ende und trotzdem habe ich genug Mitfahrer. Also das heißt, für den typischen Fahrt in die Stadt zum Einkaufen ein ideales Auto. Es ist eine Art Kleinbus. Und dadurch, dass man das Konzept hat mit den verschiedenen Batterien, kann man auch mehr damit machen. Also für den, der sagt, die Oma wohnt ein bisschen weiter weg, dann nimmt er halt das größere Batteriepaket und kann damit noch mehr machen. Also es ist ein sehr flexibles Konzept. Finde ich klasse. Renault löst das Problem der Reichweite mit einer Wechselbatterie. Erste Wechselstationen werden in kleinen Ländern wie Israel und Dänemark aufgebaut. Der Fluence kostet 26.000 Euro plus Leasinggebühr für die Batterie. Renault geht mit gleich drei Modellen an den Start. Changement climatique. Der Klimawandel betrifft das Überleben des Planeten. Und die Ölressourcen sind endlich. Wenn wir mit dem Auto weitermachen wollen, brauchen wir eine Revolution. Für uns ist diese Revolution das Elektroauto. Dieter Eckert will wissen, was deutsche Hersteller zu bieten haben. VW und BMW sind erst gar nicht vertreten. Mercedes präsentiert in Berlin zwei voll elektrische Fahrzeuge. Die A-Klasse und den Elektrosmart. Wann kann ich hier den Smart kaufen? Liegt das schon so fest oder kann man sagen, grob einen Monat? Nächstes Jahr? Das Nachfolgemodell des Smarts kann in Mitte 2012 erworben werden. Also da geht man in die Serienproduktion. Und die A-Klasse? Die A-Klasse, momentan noch offen. Momentan nur im Leasingangebot für die ersten 4 Jahre. Für Daimler taugt das Elektroauto vor allem für die Stadt. Als richtiger Ersatz für den Verbrennungsmotor entwickelt Daimler eine andere Antriebstechnik. Hier der Prototyp des Brennstoffzellenautos. Der kehrt gerade von einer Weltumrundung zurück. Alle 300 bis 400 Kilometer muss nachgetankt werden mit Wasserstoff. Wasserstofftankstellen gibt es so gut wie gar nicht auf der Welt. Deshalb hat das Brennstoffzellenauto seine fahrbare Tankstelle immer mit dabei. Ein Brennstoffzellenauto ist nicht einmal halb so effizient wie ein Batterieauto, aber viel komplizierter. Nach 4 Monaten Weltumrundung. Einfahrt der Brennstoffzellenauto am Konzernsitz in Stuttgart. Medienwirksam inszeniert. Daimlers Botschaft: Wir haben die Technik der Zukunft. 2014 wird es diese Technologie dann in größeren Stückzahlen geben. Und das ist der große Vorteil. Das kann man dann bei Mercedes ganz normal im Showroom anschauen und kaufen. Das hat Daimler schon früher einmal versprochen. 1997. Damals präsentierte der Konzern eine A-Klasse mit Brennstoffzelle. Wenn alles so verläuft, wie wir uns das vorstellen, könnte ein Auto serienreif im Markt sein in der Größenordnung von 2005. Vor 10 Jahren hat Daimler schon mal angekündigt, bald kommt das Brennstoffzellenauto. Es kam nicht. Warum soll man ihnen jetzt glauben? Gut, weil wir um die Welt jetzt gefahren sind, das ist öffentlich sichtbar gewesen. Wir sind diesen Versuch ohne doppelten Boden gefahren, immer von Journalisten begleitet, da ist nichts mehr getürkt, das funktioniert. Jetzt soll es in 3 Jahren losgehen. Daimler will sogar ein paar Wasserstofftankstellen in Deutschland bauen. Insgesamt 20 Stück. Auf der Challenge Bibendum finden wir den Nissan Leaf. Der braucht keine Wasserstofftankstelle, sondern nur eine Steckdose. Seit einem Jahr in Serienproduktion. In Deutschland demnächst für 37.000 Euro zu kaufen. Ein vollwertiges Auto. Alles dran, Klimaanlage. Selbst mit Klimaanlage wird mir hier noch eine Reichweite von 160 Kilometern angezeigt. Es fährt sich absolut ruhig, lässt sich wunderbar fahren. Also wenn das die Anfänge des Elektroautos sind, unglaublich. Von den deutschen Autobauern ist auch noch Audi vertreten. Mit einem Elektroprototypen, dem A1 e-tron. Wasserstoff für zukünftige. Den kann man zwar nicht kaufen, wohl aber beim Fahren zusehen. In einem Imagefilm von Audi präsentiert auf einer Pressekonferenz. Dort spricht der Audi-Entwicklungschef von Vorsprung durch Technik. Wir wollen wissen, warum Audi noch keine Elektroautos verkauft.
Der Pressesprecher fragt nach, ob sein Entwicklungschef Hollerweger mit uns reden möchte. Hollerweger möchte das nicht. Er möchte das nicht. Warum denn nicht? Er kennt sich doch aus mit Audi. Warum also verkauft Audi kein Elektroauto? Können Sie uns dann die Frage beantworten, Herr Otto? Wer von Audi kann uns denn dann diese Frage beantworten? Das einzige Elektroauto von VW auf der Leistungsshow stammt von einer Gruppe holländischer Studenten. Das ist ein VW Lupo 3L. Den haben wir gebraucht gekauft und umgebaut. Jetzt ist es ein Elektroauto. Wie Sie sehen, ist er innen ganz genauso wie der Original Lupo. Hier haben wir den vorderen Akku. Das sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die stammen von einem chinesischen Hersteller. Die kann man einfach so kaufen, zu einem ziemlich günstigen Preis. Welche Reichweite hat er? 200 Kilometer bei normaler Fahrweise. Haben Sie das Auto VW gezeigt? Noch nicht. Wir haben es mehrmals versucht, aber VW hat nie geantwortet. Warum? Ich habe keine Ahnung. Die großen deutschen Autobauer verkaufen bis heute kein einziges Elektroauto. Dabei soll Deutschland Weltmarktführer werden. Zwischenbilanz im Bundeskanzleramt Mai 2011. Für dieses Jahr hatte die Industrie Elektroautos in Serie versprochen. Eine Frage an die Kanzlerin. Bislang haben deutsche Hersteller kein Elektrofahrzeug auf dem Markt, ausländische Hersteller schon. Was haben Sie versäumt? Ich glaube, dass sich bei uns die Dinge sehr massiv jetzt entwickeln. Und genau dem dient ja auch diese Plattform Elektromobilität in der nationalen Plattform. Und wir werden ja in den nächsten Jahren sehr schnell solche Fahrzeuge haben. In den nächsten Jahren. Die Politik verlässt sich wieder auf Versprechen der Autoindustrie. Hat die Automobilindustrie den Anschluss verpasst? Nein, natürlich nicht. Weil die deutsche Automobilindustrie ist, wie Sie wissen, die beste der Welt, die auch weltweit überall ein hohes Ansehen hat. Und die kann sich nur erlauben, Elektroautos auf den Markt zu bringen, wo die Reichweite stimmt. Damit das auch klappt, verlangt die Autoindustrie Geld vom Staat. Dabei hat sie selbst genug. BMW etwa erzielt 2010 einen Jahresüberschuss von 3,2 Milliarden Euro. Noch besser geht es Daimler. 4,6 Milliarden Euro Konzernergebnis. Und Volkswagen? 6,8 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern. Ein neuer Rekord. Die Konzerne schwimmen in Geld. Dennoch gibt die Bundesregierung nach und spendiert für Batterieforschung 1 Milliarde Euro. Steuergeld. Wenn wir auf den Markt kommen, in diesem langen Marathonlauf zu den erfolgreichsten und besten E-Autos, dann kommen wir mit Autos.